So, erste Testaufnahme mit der Canon Legria Mini. Ja, neben mir ist der Frank. Sag hi. Und ja, guck mal, der hat sogar Gesichtserkennung. Ja, das ist die ganze Zeit, die NSA ist die ganze Zeit dabei. Wahrscheinlich können die uns sogar schon sehen. Und die Nasen werden immer größer. Aber. Okay. So Leute, ich befinde mich gerade hier in der Kulturhalle, wollte ich schon sagen, in der anderen Falle von Metzhausen. Und hier wird das mobile Studio hergerichtet. Und ja, jetzt würde ich sagen, geht es erstmal ans Aufbauen. Ich bin jetzt soweit fertig mit dem Aufbau hier vom mobilen Studio. Und ja, habe ja alles nochmal ein bisschen rumgegruselt. Hier ist dann im Prinzip der Tisch für die Props, für die Schnurrbäder und so weiter. Hier habe ich noch einen Blitz liegen. Ah, da fehlt mir noch ein Stativ, was in die Ecke kommt. Und ja, ihr hört schon Musik hier. Wie man sieht, wird hier der Tanz geprobt. Sogar mit rotem Teppich, geil. Ja, und über mir die schöne Octa-Box. Die wird relativ mittig platziert und ich stehe dann die ganze Zeit hier. Leute, die ersten Testbilder sind hier geschossen und das Set steht soweit. Ein Stativ fehlt mir noch, das bringe ich auch morgen mit. Und ansonsten kann hier richtig, richtig cool geschultet werden. Ja, mit Octabox, mit Laptop, da steht er, mit meiner 5D und natürlich mit Tethering, das geilste, was es überhaupt gibt. Und ja, ich freue mich drauf, ich fahre jetzt nach Hause, habe noch eine Hochzeitsvorbesprechung und noch ein bisschen andere Sachen noch zu tun. Und wir sehen uns morgen. So Leute, die ersten Studiobilder haben wir schon gemacht hier im Abiball des Schwalm-Gymnasiums. Hier so ein kleiner Einblick. Und ja, jetzt beginnt eigentlich erstmal der offizielle Einmarsch, bei dem ich Fotos machen werde. Und ich nehme euch mal mit raus. Schaut euch mal die Masse an Leute an. Wow. Alles voll hier. Also, zurück ins Studio und wir sehen uns gleich wieder. Leute, boah, das war jetzt echt ein Ansturm von Leuten, es hat gar kein Ende genommen und ja, jetzt muss ich erstmal was essen, erstmal reinhauen und ein bisschen was zur Stärkung trinken. Das Programm geht auch gleich schon weiter, aber ja, danach wird das Studio wieder eröffnet und ja, es läuft super. Ich nehme euch mal gerade mit und zeige euch mal ein kleines Bild, was da schon entstanden ist. Ja, Kamera glüht, Blitze auch und ich bin fix und fertig, aber es macht riesen Spaß und ja, jetzt wird erstmal reingehauen und da sage ich erstmal Prost. Ah,
bis später. Mittlerweile kurz nach 12 Uhr und ja, der Abiball neigt sich für uns zum Ende. Man sieht auch schon, hier ist auch schön Konfetti geflogen und ich habe schon tausende von Fotos geschossen. Bin jetzt schon ziemlich platt, aber jetzt gehen wir noch mal in die Endphase und machen noch mal so die letzten Fotos. Und ja, dann heißt es, den ganzen Krempel hier wieder abbauen. Heute Nacht noch die Bilder auf dem Laptop spielen und morgen sichten. Ja, hier, heutige Abiball-Location, ein richtig geiles Gebäude, Hammer von innen eingerichtet, ein riesengroßer Ballsaal und richtig edel, richtig antik hergerichtet und ich nehme euch mal mit nach drinnen und zeige euch mal ein paar Impressionen von dem Saal. Alkoholfreie Schule. Nimm's mir nicht übel, aber du wirkst nicht so ganz... Wie ganz? Ganz. Irgendwie fehlt jetzt nach dem Ganz was. Wo ist denn unser Ganz? So Leute, ich komme jetzt gerade aus der Mittagspause und es ist knüllheiß, es ist richtig, richtig warm. Richtig geile Temperaturen, also ich glaube, es sind fast 30 Grad. Und ja, habe gerade Mittagspause gemacht. Und jetzt geht es wieder weiter ans Sichten von den Bildern vom Abiball. Also, bis gleich. Hi Leute, ich wollte euch mal einen kleinen Einblick geben in das neue Büro. Ja, hier werde ich in Zukunft Bilder bearbeiten, Bilder retuschieren, sichten und so weiter. Und auch das mache ich gerade heute. Bin noch dabei an den letzten Abiball-Bildern, die noch gesichtet werden müssen und hochgeladen werden müssen. Hier auf dem Laptop habe ich auch noch eine kleine Vorschau von Bildern von dem heutigen Auftragsshooting für ein Steuerbüro. Die lasse ich nebenbei auch noch ein bisschen rendern und ja, durchlaufen. Aber die Abiball-Bilder haben natürlich erstmal Vorrang. Und ja, dann geht es ans Sichten, Hochladen und heute Nachmittag gibt es eventuell auch noch ein Shooting, was ich noch habe. Und das Wochenende, ja, da folgt dann wieder eine Hochzeit. Also allerhand zu tun.